Vivendi ist ja nun ein traditionelles, sehr berühmtes römisches Pelzhaus gewesen. Als er bei Fendi anfing, müssen Sie sich vorstellen, im Jahre 1965 waren Pelzmäntel eine schwere, steife Angelegenheit. Herr Lagerfeld hat sich mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Stoff, also mit dem Material Fell auseinandergesetzt und zusammen mit den Kirschnern Verfahren entwickelt, dass die Pelze leichter wurden, beweglicher wurden, dass mehr Bewegungsfreiheit beim Tragen in den Pelzen herrschte. Und interessant ist auch, das können Sie sehr schön sehen in den ausgewählten Stücken, wie Herr Lagerfeld mit dem Material, in diesem Fall dann vor allem Pelz, spielt. Herr Lagerfeld macht es wie mit seiner Mode aus Stoff. Er nimmt alles auseinander, schneidet Muster hinaus, fügt alles wieder zueinander und es entsteht etwas ganz Modernes, was Frisches, was Lebendiges. Es lässt sich halt sehr deutlich erkennen, dass Herr Lagerfeld, ich sage das jetzt mal etwas pathetisch, die Pelzmode durchaus revolutioniert. Fendi, könnte man sagen, steht also für diese Revolution des Pelzmantels und auch für viel Witz.